Das Beste aus den 80ern, die schönsten Hits aus den 90ern, das Ganze im 50-50 Remix für die Mutterstadt. So klingt Radio oft im Klischee. Und ein Auto gibt's auch noch oben drauf. Wie kann das Radio in der Zukunft überleben? Müssen sich die Programmmacher was Neues überlegen oder nicht? Alles bleibt, wie es ist. Das werden wir jetzt erörtern in den Media Lectures von Alex Berlin und Voca. Meine Gäste sind Daniel Fiene und Jochen Truss. Wir senden heute aus dem Radiostudio. Deswegen sind wir jetzt hier. Und wir haben Publikum. Herzlich willkommen. Unsere Gäste sind beides versierte Radiomacher. Daniel Fiene ist bei D-Radio Wissen, dem jungen, knackigen Programm vom Deutschlandradio, und moderiert bei Antenne Düsseldorf und ist außerdem auch noch bei einer Online-Zeitung unterwegs. Jochen Truss kennen alle, die in Berlin aufstehen, wahrscheinlich mit ihren Eltern zusammen. 105,5 Spreeradio. Du bist der Morning Man und der Programmchef des Senders. So ist es. Herzlich willkommen. Nochmal einen Applaus für euch beide. Danke. Danke. Das Ganze gerade live auf Alex Berlin im Fernsehen, und einige von euch hören uns wahrscheinlich gerade auch im Radio, denn weil es ja um Radio geht, senden wir natürlich auch auf allen Frequenzen von Alex Berlin. Jochen, du bist Programmchef und Morning Man. Wann schläfst du? Wann hast du Zeit zu leben? Ich lebe sehr intensiv. Ich gehe relativ früh ins Bett. Das heißt aber nicht, dass wenig Leben stattfindet. Früh heißt? Um 10. In der Regel um 10 in der Woche. Da muss ich diszipliniert sein. Aber ich rette mich mit den kleinen Mittagsschläfchen, die es so braucht. Und insgesamt ist es ganz gut für mich. Das frühe Aufstehen ist auch nicht schlecht. Also mir macht es sogar Spaß. Und es diszipliniert mich. Ja? Keeps me off the street, it keeps me out of trouble. Die Morning Show ist das wichtigste Programm eines Radiosenders. Der Programmchef hat die Verantwortung dafür. Alles in einer Person sehr praktisch. Wenn was daneben läuft, schimpfst du mit dir selbst oder was passiert? Ich glaube, ich bin schon ausreichend kritisch meiner Arbeit gegenüber. Ja, und ich bin auf jeden Fall niemand, der das alles toll findet, was ich selbst mache. Ich würde sogar eher das Gegenteil behaupten. Ich gehe mit mir mindestens genauso kritisch um wie mit meinen Mitarbeitern. Daniel Fiene, du sendest für einen Privatsender, für einen Lokalsender, Antenne Düsseldorf, gleichzeitig für die Radio Wissen, ein Programm mit hohem Wortanteil, klassisch öffentlich-rechtlich und trotzdem irgendwie im Versuch, sehr, sehr jung zu sein. Wie kriegst du diese Schere hin zwischen diesen beiden sehr unterschiedlichen Formaten? Ich glaube, so richtig unterschiedlich sind sie gar nicht, denn was bei beiden Programmen, glaube ich, ganz wichtig ist, dass man einfach man selbst ist, dass man Spaß an den Themen hat, die man dort behandelt, und das dann auch rüberbringt. Und ich glaube, das schätzen dann auch die Hörer. Und es ist egal, ob das jetzt die Düsseldorfer Familie ist, die dann Antenne Düsseldorf dann zum Frühstück einschaltet oder dazu hört, oder auch bei D-Radio Wissen, das junge Publikum, was wir da erreichen. Und das Feedback ist dann immer das Gleiche, wenn dann sowas kommt wie, hey, ich habe das gehört, und das hat mich dann durch den Tag begleitet, und das hat mich da schlauer gemacht. Ach, was Schöneres gibt's, und dann ist es egal, ob es auf der oder auf der Welle passiert. Gibt es noch einen großen Unterschied in der Ansprechhaltung, in der Programmarbeit selbst zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Programmen? Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich, in welches Bundesland du schaust. Also wenn du zum Beispiel schaust, die Privatradios in Nordrhein-Westfalen, das sind Lokalradios, die haben meiner Meinung nach da arbeiten richtig Journalisten. Der journalistische Anteil ist viel höher als teilweise, was in öffentlich-rechtlichen Jugendwellen in anderen Bundesländern passiert. Das ist sehr, sehr interessant zu beobachten. Ich glaube, so in den letzten 20 Jahren, viele Sender feiern gerade 20-jähriges Bestehen, gerade im Privatradiobereich haben die Hörer sich in den Bundesländern ganz unterschiedliche Programme gewöhnt, und entsprechend haben sich dann privat- und öffentlich-rechtliche Angebote halt so in eine bestimmte Richtung dann entwickelt, je nachdem, wie das Angebot war. Wir sind gerade auf der 88,4 im Europas härtesten Radiomarkt. Neben uns liegen 1000 andere Frequenzen von Leuten, die gerade eifrig die besten Hits aller Zeiten spielen. Jochen, du führst ein Programm in diesem harten Radiomarkt. Warum ist Berlin so bitterhart? Warum ist es härter als London, Paris und Rom zusammen? Es gibt sehr viele professionelle Kollegen und sehr viele verschiedene Angebote. Weil Berlin so eine tolle Stadt ist. Auch, sicherlich. Das hat mit Berlin zu tun. Es hat natürlich auch immer damit zu tun, dass man jetzt aus kommerzieller Sicht auch die Möglichkeit hat, Geld zu verdienen in dieser Stadt. Ja? Nicht wie auf dem platten Land irgendwo, wo halt wenige Menschen leben. Das unterscheidet das auf jeden Fall. Und natürlich ist es diese Mischung im dualen System. Es gibt alle möglichen Angebote. Also eigentlich für jeden Radiohörer gibt es etwas auf dem Markt, und das macht es natürlich schwer.
Ich habe in der Anmoderation ja eigentlich schon ganz frech unterstellt, ja, dass alle Sender gleich klingen, viele Sender gleich klingen auf jeden Fall. Ja. Wie geht's dir mit diesem Eindruck? Das mag dein Eindruck sein. Und, das ist er. Ja, und ich glaube aber grundsätzlich, diese rudimentäre Anmoderation von dir und der Versuch, das irgendwie klarzukriegen, das war genau die Art und Weise, wie manchmal andere Kollegen das wahrnehmen. Aber die Angebote differenzieren schon voneinander, auch wenn es einem mitunter vielleicht, wenn man es oberflächlich betrachtet, nicht so vorkommen mag. Du bist im Radiomarkt NRW unterwegs mit Antenne Düsseldorf. Da gibt es den WDR auf der einen Seite, der sehr stark und mächtig ist mit 1 Live. Auf der anderen Seite gibt es den Verbund der lokalen Radioanbieter, also Radio NRW, gehört Antenne auch dazu, ja, wahrscheinlich. Wie ist es für euch, dieser Radiomarkt, so dieses Schlachtschiff WDR neben euch und ihr müsst nebenbei überleben oder seid ihr die kleinen Stiche in den WDR? Ah, das ist schon total spannend. Das ist auch in NRW, das sind 40 Regionen, die da unterschiedlich bespielt werden. Es gibt irgendwie 43 Stationen, die da unterwegs sind. Und jeder Markt ist da unterschiedlich. Was ich in Düsseldorf richtig klasse finde, Antenne Düsseldorf ist Marktführer. Das heißt, es gibt kein Programm in Düsseldorf, was mehr Hörer hat. Und das herzlichen auch schon Glückwunsch. Seit Jahren so. Herzlichen Dank, ja. Und das was ist natürlich cool zu sehen mit einer relativ kleinen Crew, die wir da vor Ort haben, mit Leuten, die sich da richtig... Oh, der Telefon ruft dein Programm. Ja, da gehen wir nachher ran, das ist jetzt der Programmdirektor. Auf jeden Fall das Interessante, was wir da immer wieder feststellen, ist, dass die Hörer, dass wir mit relativ wenig Leuten noch mehr Leute erreichen, als wenn wir gucken, was dann so große Wellen wie WDR 2 oder 1 Live, was die an Manpower im Rücken haben und auch an finanzieller Ausstattung, da macht das schon Spaß irgendwie. So, das ist schon irgendwie ganz, ganz interessant, was man da alles erreichen kann. Aber ich glaube, das sind so Sachen, auf die man sich einfach heute nicht ausruhen kann als Radiomacher. Sowieso, wenn man so in den letzten Jahrzehnten immer so geguckt hat, ja, was ist denn so links und rechts in meinem Frequenzspektrum passiert? Wie kann man sich abgrenzen? Wie kann man ergänzen? Wo sind die Zielgruppen? Was wollen die Leute überhaupt hören? Und dementsprechend seine Programme ausgerichtet hat. Da stellen sich heute ganz neue Fragen. Also da muss ich auch gucken, okay, auf welche Apps gibt es links und rechts auf dem Screen, wohingegen ich meinen Sender behaupten muss. Und das ist einfach unglaublich spannend. Und die Frage, ob öffentlich-rechtlich oder privat, ich glaube, für viele stellt die sich heute nicht mehr. Apps auf dem Screen, spannende Frage. Gerade gab es den Deutschen Radiopreis. Der private Anbieter aus Sachsen, PSR, glaube ich, hat einen Preis bekommen für seine wahnsinnig tolle App. Jochen, wie sehr schaust du dich auf dem digitalen Markt um? Wie digital ist Spreeradio jetzt schon und was ist geplant? Ja, also Spreeradio gehört ja zu RTL. Und ich denke, jedes große Medienhaus in Europa hat mittlerweile eine klar definierte digitale Strategie. Und da gehören wir natürlich auch dazu. Ja? Also die Zeiten, in denen sich die Familie um das UKW-Gerät versammelte, die sind lange vorbei. Und, 40 Jahre ungefähr. Ja, und es ist halt notwendig, dass man Radio heute immer und überall und auf allen möglichen Endgeräten sehr gut, stabil empfangen kann. Das heißt, es kann nicht mehr diese Einbahnstraße geben. Wir senden, der Rest hört zu. Es müssen natürlich alle Rückkanäle da sein. Bewegtbild gehört heutzutage dazu. Du brauchst stabil laufende Apps, die wirklich überall den Hörern die Möglichkeit geben, mit dabei zu sein. Und das ist das allerwichtigste Moment. Ansonsten gibt es ja schon auch noch viele Leute, die über UKW hören. Man unterschätzt das manchmal. Aber ich weiß nicht, was bei euch für Geräte, vielleicht im Bad oder im Haus. Ich habe Digitalradio zu Hause. Okay. Dani, was hast du? Oder im Auto gehört werden? Ganz klar, Autoradio. Ja, in der Küche gibt es ein altes Radio. Im Wohnzimmer übers Fernsehgerät höre ich ganz normal. Also was weiß ich, über einen Digitaltuner und so. Also das ist alles dabei. Ja, na klar. Also was plant ihr denn in Zukunft? Wollt ihr jüngere Leute erreichen? Seid ihr zufrieden mit eurem Spektrum? Wir wollen die Leute erreichen, für die das Programm gemacht ist. Und für wen ist das so? 3059 Berlin. Und Leute, die sowohl musikalische Unterhaltung wollen, die aber trotzdem interessiert sind an Kultur, an Politik, an Radiounterhaltung, die aber mit Sinn, Verstand und mit Hirn gemacht ist. Und die vielleicht sich ein bisschen langweilen bei öffentlich-rechtlichen Angeboten. Das ist vielleicht ganz interessant, was ich hatte in meinem Volontärskurs an der Akademie für Publizistik, war da zu der Zeit eure Musikchefin da und da habe ich was ganz Wichtiges über Musikformatierung gelernt. Ja, und also wie man halt genau so einen Sender ausklamüsert, wie man den im Markt positioniert, warum der welche Musik spielt und wie kompliziert das alles ist und warum das auch eigentlich Sinn macht, dass die Moderatoren nicht ihre eigene Musik auswählen. Aber diese Effekte, die man da gelernt hat, die funktionieren heute zum Beispiel auch auf Facebook. Ich habe mir ganz intensiv angeschaut, wie in den letzten Jahren sich die Radiosender in NRW vom Campusradio, vom kleinen Campus
Radio, übers Lokalradio bis zu den großen WDR-Wellen oder Deutschlandfunk, Deutschlandradio und D-Radio wissen nicht, ist ja digital. Also alles, was auf UKW zu empfangen ist, wie die sich so entwickeln. Und das Spannende ist, dass es da große Unterschiede gab, dass zum Beispiel, wenn man das mal doof, ist ja doof, man kann ja nicht eigentlich einen einzelnen Radiosender mit dem anderen vergleichen, weil die unterschiedliche Empfangsbereiche haben. Aber wenn man das in Verbindung oder in Verhältnis zu den Hörerzahlen setzt, dann kann man die sehr wohl vergleichen. Da haben wir festgestellt, dass Funk aus Europa als Multikulti-Programm und die Lokalradios viel stärker es schaffen, ihre Hörer an Facebook an sich zu binden. Woran liegt das? Weil die einfach hochspezialisierte Inhalte haben. Und das, glaube ich, ist auch die Zukunft von jedem Radiosender. Wenn der es schafft, eine bestimmte Zielgruppe anzusprechen, die hochspezialisiert ist, das ist, glaube ich, die Zukunft. Das, na klar, es geht aber ja nicht nur um die Musik. Ja? Genau. Denn man muss ja natürlich sehr differenziert die Leute ansprechen, die am Ende auch als Stammhörer dabei sein sollen. Ich nenne das immer Lifestyle oder Lebensgefühl. Auch auf jeden Fall. Ne? Es ist schon die Ansprache, es ist die Lebenswelt, in der sich ein Radioprogramm abbildet. Es ist die Musik, aber das sind natürlich auch die Themen, die Menschen bewegen. Und da muss man schon sehr, sehr strategisch sauber und sehr spitz eine Station ausrichten, damit sie gerade in einem Markt wie Berlin überhaupt bestehen kann. Das ist die Frage, nämlich der Inhalt. Spotify, Apple Music, Apple macht jetzt eigene Radiosender, die auch zitternd erwartet werden von vielen Radiomachern. Was macht Apple? Sie kaufen DJs. Richtig, ja, weil sie nämlich erstmal nur ein Musikstreamer sind. Das ist es, aber Leute hören doch Radio zum großen Teil, um Musik zu machen. Müssen natürlich Radiomacher sich spezialisieren auf das Wort. Ihr habt gerade, war letztes Jahr nominiert, dieses Jahr gewonnen, den Deutschen Radiopreis mit einer 20-Minuten-Reportage. Ja. Lange Reportagen, eigentlich das Gebiet der Öffentlich-Rechtlichen. Mhm. Macht ihr das, um Radiopreise zu gewinnen, weil ihr Bock auf das Thema hattet oder weil ihr euch vielleicht klar seid, dass Inhalte jetzt doch wieder mehr relevant sind? Also ob wir einen Radiopreis damit gewinnen oder nicht, ist uns völlig wurscht. Ja, also darum geht es nicht, sondern es geht zum einen darum, tatsächlich auch guten Journalismus zu machen. Und es geht nicht in erster Linie um die Länge. Ja? Denn einen 3-Minüter zu machen, einen guten Beitrag, der 3 Minuten lang ist, das ist mindestens so kompliziert wie eine 20-minütige Reportage. Dass wir dafür den Deutschen Radiopreis in dieser Kategorie gewinnen und dann diese Phalanx der öffentlich-rechtlichen Programme das erste Mal in 6 Jahren der Geschichte dieses Preises durchbrechen, das hat der Branche natürlich gut getan. Das war auch so ein kleines Signal und es hat sehr deutlich auch klar gemacht, dass Kompetenz, auch journalistische, durchaus kein Privileg der öffentlich-rechtlichen Programme ist, sondern dass aber das bei uns... Aber die haben in den letzten Jahren ja ordentlich versteckt. Also ihr macht das jetzt sehr vorbildlich, aber private Sender haben wenn man sich Bayern anschaut... Ich bin kein Lobbyist der Privatradioindustrie, sondern ich bin Programmdirektor einer Station hier in Berlin. Ja. Und wir haben schon von Anfang an versucht, in einer Art und Weise bei 105 im Spreeradio ein besonderes Programm zu machen. Wir wollten uns nicht in diese Art und Weise hineinstürzen, wie andere ihre Programme machen, sondern es war uns von Anfang an ein Anliegen, auch eine Mischung zu machen auf einem privaten und einem öffentlich-rechtlichen Programm und es zahlt sich aus. Und schade, es ist, glaube ich, den Hörer auch total wurscht, wo der Absender ist, ob das jetzt öffentlich-rechtlich oder privat ist. Die ticken da auch ganz unterschiedlich. So in der einen Stunde hier in Berlin hat man das Samstagabend, dass da ein Programm mit hohem Wortanteil, absoluter Marktführer ist. Da kommt dann, sage ich jetzt, keine mal überspitzt Dudelwelle mit. Und zu anderen Uhrzeiten ist das wieder ganz andersrum. Und das ist immer so eine Frage des Angebots, wie die Leute ticken, wie die Uhrzeit ist und so weiter und so fort. Und wenn man mal schaut, wo passieren eigentlich Innovationen, dann muss man sagen, da bekleckern sich beide Systeme nicht groß mit Ruhm. Also das ist einfach so, dem Radio geht es halt im Vergleich zu anderen Branchen verdammt gut. Da wird noch richtig gut Geld verdient. Ja, das muss man da auch sehen. Da ist es so, also es läuft halt noch. Ne? Und Radio, das muss man auch bilanzieren, ist in der Nutzung sehr stabil. Ja. Ja. Trotzdem, das ist auch klar, dass es immer schwieriger wird, auch gute Mitarbeiter zu bezahlen und sie auszubilden, ist ja keine Erfindung der Kulturpessimisten, sondern das ist tägliches Business auch für uns. Na klar, ist nicht einfach. Wo bekommt ihr euren guten Nachwuchs her? Wir bilden natürlich selbst aus. Also wir sind da höchst selektiv. Wir holen Leute in den Sender, wir coachen sie selbst, wir bringen sie selbst dahin und wir haben festgestellt, dass es sich sehr lohnt, in junge Leute, an die wir glauben, auch eine Menge Arbeit zu investieren. Und eigentlich rekrutieren wir die tatsächlich selbst. Neulich hat ein berühmter Fernsehmann, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, gesagt. Das ist schon mal gut, wenn man nicht mehr weiß, wer es war. Aber der Satz war gut, der jetzt kommt. Er hat gesagt, dass
das Fernsehen früher von den vom Radio profitiert hat, von deren starken Ausbildungen, von den Stars. Also gibt es ja Millionen von Namen, allein Gottschalk ja auch und so weiter, die vom Radio kamen. Jetzt kommt da relativ wenig. Was ist dein Eindruck, Daniel? Gibt es noch so in Deutschland große Radiogrößen, die strahlen über den Äther hinaus? Wer fällt dir da ein? Das ist ja so ein kleines Systemproblem. Heute ist es immer noch so, dass viele Leute, die beim Fernsehen sind, die haben beim Radio einfach begonnen. Das hat sich, glaube ich, nicht groß geändert. Und ich glaube sogar, die in den einzelnen regionalen Märkten, also ich glaube, hier, du bist teilweise hier bekannter im Markt als so manche Fernsehnase. Oder bei uns die Morgenfrau Tanja Marschall in Düsseldorf, die kennen viel mehr Leute als so typische Branchennamen, die man vielleicht so von WDR-Wellen kennt. Also das ist alles immer sehr, sehr, sehr lokal passiert das alles. Und so, da ist auch selbst die Bekanntheit von Thomas Gottschalk zu seinen besten Wetten-Dass-Zeiten war da vielleicht geringer als bei dem erfolgreichsten Morningman in dem jeweiligen Sendegebiet. Ja. Heißt es, wir gehen zurück zur Lokalität? Also oder bleiben, unsere Programme werden lokaler. Wir haben eben gehört bei Facebook, ne, Funk aus Europa und die lokalen Wellen haben wahnsinnig viel Glück. Ist das auch ein Eindruck, den du hast? Lokal wird immer wichtiger? Auf jeden Fall. Also für eine Station, die in Berlin sendet, ist es natürlich enorm wichtig, spezialisiert zu sein und das Programm sehr scharf auf Berlin auch runterzubrechen. Ja? Denn das ist etwas, was du in einer digitalen Welt in dieser Form nicht bekommen kannst. Also diese konkrete Stimmung einer Stadt aufzunehmen, dann mit Radio Personalities, die Leute kennen, mit denen sie aufgewachsen sind oder die sie schon seit Jahren verfolgen, diese Themen zu bearbeiten, diese Universal Topics, die ja eigentlich auch alles antreiben, was so digitale Medien heutzutage erfolgreich macht, ja, das ist schon ein Konzept. Und es geht auf keinen Fall ohne Persönlichkeiten im Radio. Oder wenn du dir das zum Beispiel mal anschaust, die einzelnen das hat, glaube ich, auch nicht unbedingt was mit Verbreitungsgebieten zu tun. Also zum Beispiel NRW, niemand fühlt sich als Nordrhein-Westfale. Es gibt das Ruhrgebiet, wir haben Westfalen, wir haben dann die vielleicht nochmal Düsseldorf und Köln. So, die Leute lieben ihre Stadt, aber sowas im Bundesland passiert, das ist für diese Sender, die für ein ganzes Bundesland arbeiten, relativ schwierig. Es gibt wenig Bundesländer, wo es eine hohe Identifikation gibt. Antenne Bayern ist super erfolgreich. Bayern tickt ganz anders, als das jetzt vielleicht so ein politisches Konstrukt wie NRW zum Teil ist. Ja. Und da funktionieren Medien einfach grundsätzlich anders. Das ist total spannend. Berlin und Brandenburg sind ja eigentlich auch relativ unterschiedliche. Was heißt relativ? Sie sind sehr unterschiedlich in ihrer Struktur, was die Leute angeht. Achtet ihr auf Brandenburg? Das tun wir schon. Wobei wir uns schon als ein Metropolensender für Berlin begreifen. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Leute in diesem Speckgürtel sich auch gerne über das informieren lassen, was so in der großen Stadt, in der großen Welt und in Berlin passiert. Ich denke, im Umkehrschluss ist es für die Berliner nicht so spannend zu erfahren, was in Brandenburg passiert. Das heißt, wir fokussieren auf Berlin, aber haben natürlich auch ein Interesse daran, dass uns die Menschen in Brandenburg auch mögen. Klar. Und brauchen wir jetzt dringend ganz krasse Radio-Apps, um die Leute auf lokaler Ebene noch näher an unsere Sender zu binden? Ich weiß nicht genau, was du meinst mit ganz krassen Radio-Apps. Weiß ich nicht, das ist noch nicht alles erfunden, glaube ich, was da möglich ist. Ja, ich glaube, man braucht natürlich stabile, gute Apps, die was laufen. Was heißt eine stabile, gute Apps? Dass sie eine Lebenswelt abbilden, dass sie stabil funktionieren und laufen auf den Endgeräten. Denn wenn ein Radiosignal auf MyPhone alle 2 Minuten abreißt, dann hast du natürlich einen enormen Wettbewerbsnachteil. Ansonsten bieten ja die Apps auch der großen professionell gemachten Privatradios mittlerweile verschiedene Spartenkanäle an. Man kann sie auch das rauspicken, was man individuell haben möchte. Auch das ist ein Trend, den man nicht unterschätzen darf und den man sich ständig bewusst machen muss. Wohin geht für dich die digitale Entwicklung des Radios? Also ich glaube, ich würde erstmal die Hälfte aller Radiosender in Deutschland einstampfen und das gleiche Personal nutzen, um spannendere Spartenkanäle zu denken. So. Also dass die viel mehr einen bestimmten Lifestyle bedienen und so weiter und so fort. Dass man so in so Städten wirklich so Metropolangebote hat, wo die Leute sich zugehörig fühlen, das funktioniert nach wie vor. So Sachen, die halt bisher eher so politisch motiviert zusammengesetzt worden sind, einfach alles abschaffen und da coole Spartenkanäle machen, weil das ist egal. Wenn Leute sich zum Beispiel für Fußball interessieren, wie zum Beispiel 9011 ja ein total spannendes Digitalradioprojekt war, was funktioniert hat, weil das die größte... Das war ein Fußballprojekt, um es kurz zu erklären. Das war ein Fußballradio und das war, denke ich, ja die größte Nische, die man in Deutschland machen kann, und zwar für alle Fußballfreaks ein eigenes Angebot zu schaffen, und die sind ja an ganz dämlichen Gründen gescheitert. Rechte Gründe war es, ne? Weil sie nicht, weil sie irgendwie nicht zu wenig Geld verdient haben,
haben und so weiter und so fort. Und das ist genau der Ansatz, den ich mir viel stärker wünsche. Wenn man jetzt zum Beispiel sieht, dass Apple in ein ganz klassisches Radioprogramm investiert, ist das doch ein super Signal für mich als Radiomacher, weil das heißt irgendwann, es gibt neue Arbeitgeber. Natürlich, ja? Das ist das eine. Und zum anderen sieht man auch, dass auch die Notwendigkeit verstanden haben, es zu personalisieren. Ja. Denn nur Musik spielen kann mittlerweile jeder streamen. Mhm. Und dann gibt es halt in dieser digitalen Welt, und ich bin da keineswegs wissenschaftskritisch oder anachronistisch oder so soll das nicht rüberkommen. Ich stelle nur fest, dass auch die Musikstreams ja dann am Ende auf den größten gemeinsamen Nennerwert legen und am Ende klingt alles gleich. Also was es unterscheidet. Ja, sämtliche Sender, nicht nur privat, auch öffentlich-rechtlich starten einzelne Streams. Da gibt es den Hip-Hop-Stream, den Pop-Stream, den Latin Pop Stream, was weiß ich, für alle Sachen. Ist das die richtige Richtung, sowas zu machen? Wenn ein Angebot genug Nutzer findet, ist es aus kommerzieller Sicht selbstverständlich der richtige Weg. Man muss unterscheiden. Sprechen wir über wertige Kultur, die Programme leisten müssen, oder sprechen wir über eine kommerzielle Möglichkeit, Sender zu betreiben? Das ist schon mal grundsätzlich ein Riesenunterschied. Ich finde, beides muss funktionieren. Ich bin auch ein Anhänger des digitalen Systems, ganz ohne Frage. Bin ebenso wie Daniel manchmal entsetzt darüber, wenn ich höre, dass öffentlich-rechtliche Sender sich irgendwie immer mehr anbiedern, auch an ihr und auch immer ähnlicher werden den privaten. Ich denke, da ist gar keine Notwendigkeit da. Die sollten sehr viel mehr differenziert Programme machen. Was wünschst du dir für ein öffentlich-rechtliches Programm? Oh, ich wünsche mir, also ich bin ja glücklicherweise noch in dieser Radiozeit aufgewachsen, wo es wahnsinnig spannend war, abends als Kind im Bett an dem Empfänger zu drehen und mal sehen, ob man BFBS kriegt oder ob man AFN hören kann, ob man Radio Luxemburg, Hilversum oder wie auch immer, Radio Caroline, was immer bekommt. Ja? Und Musik war für mich eigentlich so die Eintrittskarte für Radio. Ich fand es wahnsinnig spannend, über das Radio neue Musik kennenzulernen und überhaupt Dinge zu erfahren, mit denen ich vorher nicht konfrontiert war. Und ich denke, das ist eine enorme Chance für ein Radioprogramm. Finde ich auch wahnsinnig sexy, dass man genau in diese Richtung geht. Nur vermisse ich das immer öfters. Gerade, und das ist keine Schelte des öffentlich-rechtlichen Funks, sondern ich frage mich, warum sie das nicht tun. Das klappt, das ist aber, was du sagtest, das merkt man auch richtig. Wenn man das macht, dann wird das auch wohltuend entgegengenommen. Sehe ich zum Beispiel bei D-Radio Wissen letztes Jahr Relaunch, Musikprogramm eingeführt, und zwar auch mit dem Versprechen, dass was schon erfolgreich ist, spielen wir nicht mehr, sondern wir spielen es davor. Mhm. Und die Reaktion der Hörer, das ist so, die merken das richtig. Mhm. Die schätzen das auch. Das ist echt sehr, sehr angenehm, auch gut zu sehen. Also klar. Ich habe, wenn du gerade Funk aus Europa zweimal genannt wurde, ich liebte das, nach Hause zu fahren und ein bisschen World Music zu hören, Musik aus Mali und keine Ahnung, also von überall her. Und das ist doch eine enorme Fähigkeit, die Radio hat, Leute zu begeistern für Dinge, über die sie noch nichts gehört haben. Und ich glaube, auch das geht in der digitalen Welt so ein bisschen unter. Denn iTunes versorgt jeden mit der gleichen Musik. Bei Amazon bestellen alle die gleichen Bücher. Bei Google sucht jeder den gleichen Shit. Und am Ende ist alles wieder eine Sahne. Ja? Und mein Lieblingsaphorismus, wenn alle das Gleiche denken, ist die Gefahr groß, dass keiner das Richtige denkt. Welches Wortprogramm wünschen wir uns denn fürs Radio? Also, ich finde schon, dass 105 im Spreeradio zum Beispiel ein sehr gutes Programm macht in dieser Stadt für erwachsene Leute, die morgens aufstehen, die Nachrichten wollen, die Info wollen, die ein bisschen Kultur wollen und die Musik mögen. Talk Radio ist natürlich eine geile Geschichte, wenn es funktioniert. Bisher sind das ist doof, sind die Leute, oder? Gut seit ungefähr ja, bei uns war es gut bis jetzt. Wir haben einen Lauf. Ja. Nein, aber man sieht zum Beispiel in den USA, wo ich ja auch mich oft umschaue, wo ich auch beim Radio war, bei KISS in Los Angeles, ja. Da gibt es ja sehr viele erstaunlich gut funktionierende Wortprogramme. Auch Talk-Radio-Stationen sind die erfolgreichsten in ganz USA. Ich glaube, das ist einfach eine Kulturfrage. Ja, und ich glaube, wir haben bisher es nicht wirklich probiert mit Leuten, die polarisieren. Denn du kannst natürlich nicht diese banale, langweilige deutsche Common-Sense-Geschichte in ein Radioprogramm packen und dann erwarten, dass die Leute sich daran reiben. Also du brauchst schon Menschen, die eine Meinung haben, die auch polarisieren und die ihr Ding durchziehen. Ich glaube schon, dass ein reines Talkradio in Deutschland durchaus funktionieren kann. Was glaubst du?
Also die Deutschen, er glaubt es auch. Das. Ich habe es auch nicht gemerkt, da ist viel Sympathie gibt. Also man merkt ja schon allein, wenn man sich die deutsche Podcast-Szene anschaut, was für spannende Formate es gibt, wo Leute sich und lang vor allen Dingen, ne? 3 Stunden unterhalten und die Leute hören das. Wenn man sich das in die Positionierung in den Charts anschaut, ist das wirklich respektabel. Auch wenn man mal so unter der Hand ein paar Zahlen erfährt, ist das super. Da können viele Radiosender nicht. Na, erzähl doch mal, was hast du denn unter Hand für Zahlen gehört? Muss da keine Namen nennen, aber Zahlen wären schon spannend. Naja, also wenn es richtig gut läuft, so zwischen 80.000 und 300.000 pro Folge ist schon wirklich gut. Ne? Also kann man gut Geld mit verdienen. Aber auf der anderen Seite, wenn es halt darum geht, bei den Talk-Formaten jetzt nicht nur Talkrunden zu haben, so wie wir hier sind, sondern auch wenn es darum geht, um zum Beispiel an Beteiligung. Ich glaube, wir Deutschen, wir sind viel zu schüchtern. Also schon, das merkt man schon so bei Straßenumfragen, wenn man das Mikrofon hält, was Leute einen sagen, das ist alles sehr brav. Und wenn man mal widerspricht, das mag man nicht so gerne. Man will sich eher wohlfühlen. Und in den USA, was die dir, du hältst nur das Mikro hin, sagst ein Stichwort und welche Emotionen dir da entgegenschlagen, das ist einfach ein großer Unterschied. Aber es ist auch oft polemisch und einfach sehr, also es gibt die Radio-Talkmaster, weil ich das beobachte, sind sehr politisch. Also Fox hat ja auch einen Radiomoderator, der hier wahrscheinlich am Rand der Illegalität senden würde. Auf jeden Fall. Was er sagt. Wäre das aber viel höher, wäre es spannend auf jeden Fall, ne? Ja, man, also, ja, das kann schon sein. Also ich denke, du meinst diesen Rush Limbaugh? Ja, ein rechter Hardliner mit sehr merkwürdigen Vorstellungen, der aber natürlich extrem polarisiert. Und es gibt Leute, die lieben den und es gibt Leute, die hassen den. Und zwischendrin gibt es relativ wenig. Aber ich denke, das sind schon genau die Ingredienzen, die ein interessantes Talkradio braucht. Das Radio an sich ist ja kein großes Talkabout. Wenn man sich die Feuilletons der Zeitungen anschaut, da wird über Kinoneuerscheinungen, Bücher, Oper, was weiß ich gesprochen. Der Hörfunk bekommt eine kurze Zeile, was die Klassikprogramme abends für schaue Konzerte spielen. Aber die Programme, die du machst, tauchen nicht auf, werden auch nicht besprochen, es sei denn, es gibt mal einen Radiopreis. Ja. Wird das Radio zu wenig beachtet? Ist das ganz traurig? Ist es schön, unterm Radar zu senden? Wie seht ihr das dann? Naja, wir senden ja nicht unterm Radar, das kann man nicht sagen. Also wir müssen ja eher die Tränen wischen bei den Zeitungskollegen. Das sage ich ohne jede Häme, sondern und damit können wir sehr gut leben. Also wenn wir hier in Berlin 200.000, 300.000 Leute pro Stunde erreichen am Morgen, davon würden natürlich alle Zeitungen der Stadt träumen. Also ich glaube, das ist ja, da muss man aufpassen, dass wir da nicht in so eine Arroganz der digitalen Elite reinrutschen, weil ich bin ja in Düsseldorf da crossmedial unterwegs bei der Rheinischen Post. Das heißt, ich schreibe was für die Zeitung. Also über deinen Sender ist alles ganz praktisch. Fürs Internet und dann wird das auch manchmal ausgedruckt und dann kommt es in der Zeitung oder wenn man dann das gleiche Thema auch nochmal im Radio behandelt. Dann finde ich es immer spannend zu sehen, wo das Feedback eigentlich herkommt. Und das größere Feedback ist tatsächlich immer, also Print und Radio tun sich nicht viel, das funktioniert wirklich gut, die Leute kriegen das mit und erreicht das auch, aber das sind halt nicht die Stimmen, die halt auch die Agenda-Diskussion in der Öffentlichkeit oder in der digitalen Öffentlichkeit vor sich hertragen. Wenn wir zum Beispiel schauen, immer jeden Donnerstagabend gibt es schön was mit Medien bei dir, Radio Wissen und auch als Podcast und das Interessante ist, da muss man eigentlich so schöne Interviews, die man hat, immer auch irgendwie transkribieren, abschreiben, damit dann auch die Leute, die eben so als Multiplikator unterwegs sind, so als bekannter Blogger oder so, sagen, oh, das war ja interessant, das leite ich mal weiter. Haben wir mal eine Zeit lang nicht gemacht und dann habe ich mal irgendwann ein ganz banales Interview transkribiert, wurde darauf angesprochen, so nach Motto, ach, da ist ja bei euch zurzeit spannend was los. Und ich so, ja, zwischendrin auch, haben wir nur nicht aufgeschrieben. Also das ist halt schon so eine Diskrepanz zwischen Leuten, die gerne hören, Leute, die gerne schreiben. Das ist auf jeden Fall, die Inhalte kommen schon an, aber in der Debatte spielt Radio eine relativ, also das heißt immer, wo sagte im Deutschlandfunk, sagte bei Spreeradio XY, aber das Radio ist nichts, woran sich Leute reiben. Fernsehfilme sind was. Also wir werden schon zitiert, auch von Zeitungen, so ist es nicht. Also gerade auch, wenn es um Nachrichtendinge geht, wenn es um Dinge geht, die Politiker, wie auch immer, also exklusiv auch bei uns in Radiointerviews erwähnen, dann wird schon zitiert. Auf der anderen Seite muss ich mal ganz deutlich sagen, so elitär können wir ja wohl sein, um zu sagen, wir sind auf jeden Fall interessanter als das, was es im Fernsehen gibt derzeit. Was braucht denn Radio, Fernsehen oder Zeitungen? Also wir können durchaus selbstbewusster mit dem umgehen. Folge auf Spreeradio? Bitte? So eine Daily Soap auf dem Spreeradio? Eine Daily Soap ist vielleicht keine schlechte Idee, aber ich befürchte, die du gerade erwähnst, obwohl ich sie bisher nicht wirklich wahrgenommen habe, ist nicht das Richtige. Und das ist ja glaube ich auch. Aber eine Daily Soap, why not? Also kreative Autoren. Das mit dem Zitieren ist ja auch so ein bisschen. Wobei Radio auch echt sein muss, entschuldige. Also diese ganze Scripted Reality hat im Radio relativ wenig Gehalt, denn ich finde, wenn Radio etwas sein muss, dann ist es echt authentisch live.
Aber das Problem ist, dass halt dann doch viele Stationen da sind, die genau das nicht machen. Ne? Also die, eine Menge. Die wirklich auch die Leute, also schon beim Hören, denke ich so, verkauft ihr die Hörer für dumm? Und das ist ein großes Problem. Natürlich. Das ist viele Programme. Oh, man darf nicht anfangen und sich schlauer wähnen als die Hörer, die da dran sind. Ein Problem, das wir nicht mehr besprechen können, das für eine zweite, dritte und vierte Folge wahrscheinlich reichen wird, allein dieses Problem zu besprechen. Das war's mit den Media Lectures. Jochen Truss, herzlichen Dank. Vielen Deine Dank. Letzten Worte für an die Zukunft des Radios. Oh. Ja, es muss interessant bleiben, es das braucht war, Personality. Funkt weiter. Funkt weiter. Weiter, das waren gut. Die Media Lectures weiter. Für diesen Tag. Alles noch auf alex-berlin.de. Ich empfehle morgen 22 Uhr Kulturradio zu hören. Mein Name ist Johannes Nichemann. Danke Daniel Fiene, danke Jochen Truss. Gern. Danke ans Publikum, vielen Dank. Danke.